So, herzlich willkommen zurück zu einer mit der dritten Folge von Eurotruck Simulator 2. Und der ersten Folge, ja, also der ersten Folge, wo wir eine eigene Mission fahren. Also eine, die wir uns ausgesucht haben. Ne, in der ersten Folge haben wir auch eine Mission gefahren. Und in der zweiten Folge haben wir alles gemacht, außer Mission fahren. Oh, wei, wei, wei. Okay. Diese Grafikglitches hier, die sind aber nur beim Anfang, ne? Wenn ich jetzt hier auf Fahren gehe. Frischer Fisch. Ja, jetzt sind die Grafikglitches weg. Ah ja, manche Sachen funktionieren wohl doch noch nicht so ganz. Wie gesagt, mir ist auch schon beim Spielen aufgefallen, sieht man ja hier, da. Ne, hier hat man auch so Grafik-Kauderwelsch, genauso wie bei Mindtest. Also das scheint wohl auch, ne, nicht so ganz zu funktionieren. Habe ich übrigens auch bei German Truck Simulator, habe ich das auch. So, wir haben ein LKW, wir sitzen im LKW, wir gucken uns die LKW mal ganz kurz an. Boah, richtiger Goldi hier. Ja, wobei eher wohl gelb, oder? Hier sieht das so hell aus und hier sieht das so dunkel aus. Ich meine, gut, ist auch dunkel, ja, aber. Naja. Können wir eigentlich hier rumlaufen? Nee, ne? Option, Tasten. Neutral, hochschalten, runterschalten, Getriebe, Motor, Fächer, Motor, Auflieger, Retarder. Differential, Blinker, Lichtmodi, Hupe, Verwahre, Licht, Tempomat, Cockpitfahrer, rechtes Fenster, linkes Fenster, Hut, LKW, Route Advisor, Assistentaktion 1 bis 5. Aber 1 bis 5 ist doch schon die Kameraansichten. Okay. Genau, hier haben wir Kamera. Nächste Kamera, Innenansicht, Verfolgeransicht, Vogelperspektive, Dachansicht, das so. Genau, das sind die wir schon kennen. Ansicht drehen, zoomen der Innenansicht, nach links schauen, Innenansicht um. Was? Innenansicht vorne, oben rechts. Achso, Keypad. Hier diese Neuner-Tasten, schätze ich mal. Weil hier Insert ist auf jeden Fall. Ne? Vorheriges. Home, White. Wir probieren einfach mal durch. Lenkungsbasierte Kamerarotation. Blinkerbasierte Kamerarotation. What the fuck? Laufmodus, Laufmodus. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, in Hocke gehen. Rennen. Und wie gehe ich in den Laufmodus? Laufmodus. Warte mal kurz. Laufmodus. Wo ist denn Kamera? Da. Nein. Kamera, Kamera. Nicht Innensicht, Vogel, Dach, Fenster, Außenansicht, Stoßstangen, Voransicht, drehen, zoomen, links schauen, rechts schauen, Innenansicht, vorne, oben, unten, rechts, unten, links, deine Mutter und dein Vater. Nee, ist keine Laufansicht. Neutral, links, rechts. Ach so, die meinen mit der Laufansicht wahrscheinlich das in der Garage, wo wir da rumgelaufen sind, ne? Motor, Feststellmotor, Bremse, links, Auflieger, Auflieger, links, dreht, Differentialsperre. Fahrtblinkeinlage. Können wir Party machen? Tempomatgeschwindigkeit erhöhen. Stimmt, das hat sich ja auch geändert. Da wollte ich auch mal nachgucken, wie das denn funktioniert. Nice. Tempomat-Wiederaufnahme, genau. Alter, ich wollte noch so viel. Ich habe hier, als ich mich gestartet habe, bin ich erstmal einfach alles durchgegangen. Und alles, was nicht belegt war oder komisch belegt war, habe ich erstmal direkt geändert, damit die Sachen belegt waren. Weil die Sachen hier zum Beispiel, die waren, glaube ich, gar nicht belegt, standardmäßig. Die wollte ich dann alle mal durchprobieren, aber ja, irgendwie habe ich das dann doch wieder vergessen. Achso, genau. Ja, genau. Okay. Add Enter und Subtract. Okay. Alter, das ist einfach zu viel. It is too much. So, was sollten wir jetzt probieren? Also das allererste Mal hier mit dem Retarder. Geht's. Okay, Motor ist an. Achso, erstmal hier. So, jetzt sind die Retarder. Tempomat.
Ja, da tut sich so genau gar nichts. Wow. Ah! Okay, das ist das Ding. Da haben wir einmal den Sprit. Spritverbrauch. Temperatur. Also das untere ist der... Oh, also, ja, ich habe gar keine Maus. Das ist der Turbolader. Und das da ist Geschwindigkeit. Habe ich doch da schon. Und hier. Ich habe dreimal die Geschwindigkeit. Wow, wozu? Ach nee. Das ist hier. Tempomat. Hm. Okay, da geht's wieder von vorne los. Wie lassen wir das Ding da offen? Was war's noch? Enter. Oh, achso. Ah, lol, ich kann auch das Ding. Ich kann das Ding. Wow. Ich kann das Ding ändern und ich kann das Ding ändern. Nice. Das so und das, genau. So. Okay, das ist wirklich die aktuelle Geschwindigkeit. Und der Turbolader. Das ist ja mal geil, Alter. Wow. Junge. Hier ist Schrittgeschwindigkeit auf dem Hof. Alter, was läuft mit dir? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr wow. Zweite Ausfahrt nehmen. Wie blickt man eigentlich am Kreisverkehr? Blickt man jetzt, wenn man reinfährt, also wenn man jetzt nach rechts reinfährt, blinkt man dann nach links? Weil ich meine, die Autos, die einem gefährlich werden können, die kommen ja von links. Das heißt, wenn man rechts blinkt, sehen die das ja gar nicht. Also logisch wäre eigentlich mit links blinken, aber ich fahre ja nach rechts. Also muss ich jetzt links oder rechts blinken? Ich blink einfach mal links. Let's go. Also stehen bleiben tut sie schon mal nicht hier. Was nun jetzt? Hier links oder rechts oder oben und unten? Ich klatsch dich weg, Junge. Ich klatsch dich weg. Arschloch. Kamera, Hilfe. Oh mein Gott. So, jetzt blinken wir immer noch nach... Was? Immer noch nach links und jetzt müssen wir nach rechts. Let's go! Ach, guck mal! Da wird die aktuelle Tempomat angezeigt. Stufe. Warte mal ganz kurz. Ah, jetzt kann ich die auch ändern. Okay. Auch wenn ich jetzt stehen bleibe. Dann nicht. Okay, das heißt, der Tempomat muss aktiv sein, damit ich den ändern kann. Ich krieg ihn gar nicht mehr aktiviert. Na nu? Und kaputt. Na danke. Wir müssen 30 fahren. Und einen Bahnübergang. Cool. Ich liebe Bahnübergänge, ne? Ist sowieso bei mir so. Egal welches... Oh. Wir blinken die ganze Zeit. Egal welches Spiel, ja? Sobald Züge in einem Spiel vorkommen, wird mir das Spiel sofort... Völlig automatisch sympathisch. Dritte Ausfahrt nehmen. Links, rechts? Ach, ich blick einfach rechts. So. Nimm diese Ausfahrt. Digga, krieg ich schon meinen Führerschein? Ich fahre ja perfekt wie eine 1, Junge. Holy moly. Und ich fahre zu schnell. Ah, nee. Jetzt dürfen wir 80. Ich muss unbedingt mir angewöhnen, mal auf die Schilder zu achten. Gibt es überhaupt Schilder? Oder übersehe ich die wirklich andauernd? Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh, Scania. Oh, Volvo. Hi. Oh, 50. Ha.
Okay, also es gibt Schilder. Man muss sie nur bemerken. Wow! Upsi. Bin gerade ungünstig an meine Maus gekommen. Oh, kein Schaden. Achso, siehst du? Zustand. Mein Motor kostet 99 Euro? Nee. Hä? Ist das? Nee. Der Schaden kann es ja eigentlich gar nicht sein, weil wir haben 0%. Oder arbeiten die hier nur mit gerundeten Werten und hier sind die genaue Werte hinterlegt oder was? Oder wer oder wie oder wo oder was? Muss ja, oder? Who knows? Ich blinke den ganzen Tag. Ach, schon wieder diese Straße. Die kennen wir ja mittlerweile. Ich kenne sie wie meine Westentasche. Erstmal schön beschleunigen hier. Holy moly. Alter, das sind hier Kurven, ey. Wuhu. Das war so klar, Alter. Das war so klar. Oh nein. Ja! Scheiße, Mann. Hilfe! Oh. Was? Nein! Wo ist der Hilfetext? Fuck! Nein? Oh. Whoops. Ey! Aber die Fracht ist noch in Ordnung. So what? Keine Kurznachricht vorhanden. Scheiße, wo ist diese Nachricht? Was machen wir jetzt? Hilfe? Hilfe! Oh Mann. Dienstleistungen anzeigen, okay. Ah, Zeugstand abschleppen. Yay! 700 Euro. Ups. Die Kost trägt... Ach, wenn es mein Arbeitgeber trägt, ach, na dann ist es ja alles. Kein Problem, mal gucken, wo wir landen. Okay. Scheiße. Kein Problem. Ich finde zum Aufrüsten, Reparieren oder Lackieren eines LKWs oder Auflegers drücke Sie Enter. Ah, Wartung. Bitte warten. Reparaturkosten werden euch abgegeben. Genau. Ah, oh, ja. 8.000 Euro. Wir haben nur 3. Achso, ja, genau. Wird da. Oh, es wurde nichts abgezogen. Na, läuft doch. LKW-Konfigurator? Ist doch gar nicht unser LKW. Hä? Kann ich da jetzt was kaufen? Gibt es irgendwas Kleines? Alter, wir haben nur 3.800. Ich will was Kleines. Achso, siehst du, hier kommt was Kleines. Genau, sowas hier. Bestellen. Dein Arbeitgeber wird es nicht gefallen, wenn er sein LKW rumbastelt. Wie geil. Ey, wobei, kommt. Das Schild können wir, wenn wir fertig sind mit der Fracht, können wir es ja wieder abnehmen, ne? Das kann man einfach mitnehmen. Also, wenn der Darking was hat, voll eingeschnappter Arbeitgeber hier. Ist ja wie im echten Leben, ich will eine Gewerkschaft. So, let's go, wo sind wir überhaupt? Warte mal kurz, M war Karte, ne? Oh, wir sind woanders. Ne, wo sind wir überhaupt? Wo sind wir ursprünglich gestartet? Kann ich mir, ist ja auch egal, mal gucken. Wir haben übrigens immer noch 0,08% erreicht. Links, rechts, wo da? Okay, hallo? Ah, okay. Blinken! Oh, wir waren zuerst da, haha. Rechts ab. Let's go. Wah! Upsili, das war ein Unfall. Entschuldigung. Der eine, da war links beim rechts, beim Rückspiegel. Haben wir gerade gesehen, wie ich so ein kleines Ding da umgefahren bin. Da, sowas, was gerade vor uns ist. Das Ding habe ich gerade umgekarrt. Ups. Meine Hauptsache, die Fracht ist in Ordnung. Dafür werden wir bezahlt. Blinken. Oder so ähnlich. Let's go. Wir brauchen noch 5 Stunden. Wie viel haben wir denn noch? 7 Stunden, ach. Locker, gar kein Problem. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. So, jetzt wollen wir mal rüber wie die Profis hier.
Nimm diese Ausfahrt. Holy moly, holy, holy moly. So fahren wir da, wo ich herkomme, immer über den Kreisverkehr. So. Bin ich oder ist das Spiel ganz schön laut? Ich muss unbedingt mal danach erstmal die Aufnahmen testen. Gucken, ob die Aufnahmen überhaupt irgendwas werden. Oh, ich war viel zu schnell. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Na, wenn du das sagst. Ey, Platz da, hier komme ich! Ach, hier, das war doch die Stelle, wo wir umgefallen sind, ne? Ja, lol. Oder? Nee. Oder? Keine Ahnung. Wow. Let's go! Let's go, Alter. Wie der LKW aber auch loszieht, Alter. Ich meine, hallo, es geht ja gerade bergauf und der beschleunigt einfach, als wenn es nichts wäre. Oh, 50? Whoopsili. Ich meine, war ja fast für... Ah, genau, jetzt kommt die Stelle, wo wir umgefallen sind. Genau, hier war die Kreuzung, T-Stück, Kreisverkehr. Warum? 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 So. Mein LKW klingt gerade schon kaputt. Momentchen mal. Ich glaube, ich habe Wackelkontakt auf meinen Kopfhörer. Oh, okay. Ich muss jetzt mal hier mal ein bisschen... Das ist das Problem mit diesen gesteckten Kopfhörern, wo du das Kabel rausziehen kannst, dass genau an dieser Stelle Wackelkontakt ist. Dazu muss man sagen, ich benutze Dinger meistens per Bluetooth. Von daher fällt mir das immer nicht auf. Oder genau deswegen verschmutzt das überhaupt erst, weil ich das Kabel halt kaum nutze. Wenn überhaupt. Eigentlich ist es jetzt gerade mit dem Let's Play das erste Mal, dass ich die überhaupt mit Kabel benutze. Sonst habe ich die immer mit Bluetooth genommen. Aber das Problem ist, wenn ich OBS nutze, dann funktioniert irgendwie diese Bluetooth-Verbindung nicht so richtig. So, habe ich jetzt wieder Audio? Ich höre entweder nur links oder nur rechts oder gar nichts. Ah, jetzt habe ich wieder Stereo. Oh mein Gott. Ich habe zum Glück so einen Kontaktreiniger da. Dann werde ich meinen Kopfhörer nachher mal ein bisschen Pflege geben hier. Wow. Alter. Es sieht halt auch alles so unendlich geil aus mit den ganzen Steinen hier und Felsen. Das ist das Gleiche. Und Pflanzen und... Das sieht so gut aus. Halt. Da. Und doch der LKW. Guckt euch den LKW an. Er sieht aus wie geleckt. Oh, Alter. Guckt mal an, wie der aussieht von vorne einfach. Wie so ein Biest. Hilfe. Wow, Alter. Hilfe. Ah, 30! Oh mein Gott, holy shit. Ah, nein! Ist das Schild! Mein Hänger hat gerade am Schild geleckt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Yay! Ja, achso, ah! Boah, Alter, dieser Turbolader, ne? Das ist das Display vom Turbolader.
Oh, hups, wir fahren viel zu schnell. So, Tempomat rein, fertig. Jetzt können wir richtig schön hier zurückgelehnt. Ah, yeah, Alter. Warte mal ganz kurz, meine Maus so. Oh, Alter. Woo, was ist mein Bier, Alter? Boah, Alter. Nee, Junge, gib mir ein Beat, ey, yo. So fahre ich die ganze Zeit einfach LKW. Und jetzt noch mit meinen Zehenspitzen am Lenk. Wow! What the f... Oh. Upsili. Ich sollte mal vielleicht wieder... Na! Scheiße! Unsere Ware! Ups. Was war das gerade für ein Schild, Alter? Könnte ja keiner so lesen hier. Aber die Steuerung ist halt schon wirklich extrem gut gemacht. Also das war beim German Truck Simulator ist die Steuerung echt viel schlimmer. Um die Kurve mit 80? Seid ihr bekloppt? Oh, 50. Okay. Dann tun wir diesmal. Da vorne ist bei sogar rot. Oh, es ist grün. Oh, was? Ach nö. Geradeaus. Okay. Motorfehlfunktion. Klingt bestimmt schlimmer, als es eigentlich ist. Oh, Sicherheitsabstand, mein Freund. Sicherheitsabstand hier. Fahr doch mal. Gib Gas. Ey, Boy. Was ist denn los mit der 750 PS hier, hä? Voll ja Joghurtbecher. Du. Oh, ich fahr zu schnell. Ups. Nimm diese Ausfahrt. Ich weiß halt echt nicht, ob das mit dem Blinken überhaupt Sinn macht, was ich mache an dem hier an dem Kreisverkehr da. Ach, da wieder 80. So, gib mir mal Gas hier. Ganz schön dunkel. Licht war genau. Was? Wow. Bringt ja voll viel das Licht. Bin enttäuscht. Bin enttäuscht, bin ich. Richtig enttäuscht, ja, Alter. Das ist doch kein Licht, das ist Kerzenschein. Fackelt mir noch der ganze LKW ab. Freie Fahrt. Freie Bahn mit Marzipan. Oha. Achtung. Gefahrensituation. Scheiße. Da wollte. Oh, Alter, wie sich der LKW neigt. Oh. Alter. Heieiei. Alter, da vorne ist schon wieder Kreisverkehr. Wie oft gibt es denn hier Kreisverkehr? Oh, Züge. Wo denn? Fahren wir gerade rüber? Ja, wahrscheinlich. Schnauze! Ich fahre so, wie ich will. Normalerweise fahr ich immer erstmal einmal im Kreis und fahr dann da ab, wo ich ab muss. Das hält den Motor gesund. Ey, bremst doch mal. Langsamer.
Achso, ich muss lenken. Oh mein Gott, Alter, so viele Sachen leisten nicht. Oder? Nimm diese Ausfahrt. Ist ja gut, jetzt Alt, Stopp, aus, Ende. Ach, guck mal, wer hat sogar Lichtsymbol im Cockpit? Ah, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr, dass ich Licht anhabe. Es wird langsam dunkler. Oh, 20.30 Uhr schon. Also in-game. Das ist ja verrückt. Der Motor klingt aber schon hart nicht mehr gesund, ey. Wow, ups, was war das gerade? Ich hab Vorfahrt. Nee. Nimm diese Ausfahrt. Oh, Alter. We are America. Yay. Ich freue mich schon auf die erste Spielstraße, wo wir mit weiß nicht, 120 einfach durchbrettern. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Boah, Alter! Stopp mal jetzt auf! Alter! Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da denkst du immer, 50 ist nicht so schnell, ja? Aber durch den Kreisverkehr mit 50 zu fahren, da wirst du bekloppt, wirst du da, ja? Der nutzt den Retarder Automat. Stimmt, habe ich also eingestellt. Man kann nämlich hier auch bei Gameplay kann man diverse Sachen einstellen. Und da habe ich auch gesehen mit automatischer Retarder und Motorbremse. Stimmt, geil. Achso, ich habe übrigens auch das deaktiviert. Bußgelder. Normalerweise gibt es wohl Bußgelder, aber das soll wohl extrem schlecht funktionieren, weil man für alles mögliche Strafen bekommt. Deswegen habe ich das auch immer einfach mal deaktiviert hier fürs Let's Play. Mal gucken, weil ich spiele mal ein bisschen privat spiele. Vielleicht spiele ich dann mit. Genauso wie ich hatte, als ich da auf dem Hof rangiert bin, habe ich hier Simulation des Druckluftsystems aktiviert gehabt. Aber das funktioniert so ganz komisch. Wenn du normalerweise im LKW hast du das Phänomen, dass wenn du Druckluftsystem zu erklären, LKW ist jetzt relativ kompliziert, aber ist es normalerweise so, du hast einen Drucklufttank, dieser wird kontinuierlich aufgepumpt mit dem Motor, also am Motor hast du eine Pumpe, und dieser Drucklufttank, der hat halt Druck, ja, wie gesagt, der wird aufgepumpt. So, und jetzt hast du bei den Bremsen beim LKW, hast du, wenn du jetzt nicht mit dem Retarder bremst, sondern mit der klassischen Luftdruckbremse, also der Trommelbremse, hast du so, dass die Bremse mit Federkraft angelegt werden, also Bremsen, und mit Luftdruck wird gegengesteuert. Das heißt, du musst quasi andersrum denken. Wenn du keinen Luftdruck hast, dann bremsen die Räder, und wenn du gegendrückst mit Luft, dann lockert sich die Bremse. Und jetzt ist es so, beim reellen LKW ist es so, dass angenommen, du bist so verrückt und bremst andauernd kurz, ne? Also bremsen loslassen. Dann ist es so, dass in dem Moment, wo du die Bremse anlegst, wird quasi Luft aus dem Tank in die Bremse geleitet. Damit steigt dort der Druck und die Bremse löst sich. Wenn jetzt die Hand vom Gaspedal runterlässt, genau. Da muss ich überlegen. Wie rum war ich gerade? Also, wenn du rauf drückst, also bremst, dann wird Luft aus den Bremsen rausgelassen. So. Durch das Rauslassen der Luft aus den Bremsen spannt sich die Feder, also drückt die Feder, die Bremsklötze gegen die Bremse und die Räder bremsen. Blablabla. So, wenn jetzt die Bremse wieder loslässt, wird Druck aus dem Container, aus dem Druckbehälter, in die Bremsen geleitet und die Bremse löst sich. Wenn du dann wieder bremst, wird die Luft wieder rausgelassen.
wenn du die Bremse wieder loslässt, wird wieder frische Luft nachgefüllt. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann hast du das Problem, dass aus dem Druckluftbehälter immer wieder Luft rausgelassen wird, und zwar schneller, als der Motor nachpumpen kann. Und das sorgt dafür, dass im Druckluftbehälter, in dem Hauptdruckluftbehälter, der Druck irgendwann so gering ist, dass du die Bremsen damit nicht mehr gelöst bekommst. Weil, wie gesagt, die Federn drücken ja gegen die Bremse und die Luft muss gegendrücken. Und wenn die Luft halt zu wenig ist, um genug Druck aufzubauen, naja, dann kannst du die Bremse halt nicht mehr lösen. Und zum Beispiel, wenn du den LKW gerade einschaltest, also wenn jetzt der LKW eine Woche rumstand, dann ist die Luft ja auch irgendwann raus. Weil kein System hält hundertprozentig dicht. Das heißt, du hast immer kleine Flächen, an die die Luft rauszücht irgendwo. Meistens an irgendwelchen Ventilen. So, das heißt, wenn der LKW eine Weile stand, ist die Luft raus. Das heißt, die Bremsen sind mit voller Power angelegt. Und dann musst du, damit du überhaupt erstmal losfahren kannst, musst du den Motor erstmal eine Weile laufen lassen. Damit, wie gesagt, Druck aufgebaut wird, damit sich die Bremsen lösen und du überhaupt erstmal losfahren kannst. Das wäre die Simulation eines Druckluftsystems, so wie ich es verstehe. Das Problem ist, bei dem Spiel ist das so ganz komisch, wenn du rangierst und den Motor, also wenn du nicht die Bremse betätigst, sondern deinen Antrieb immer mal kurz betätigst, weil du ja langsam rangieren musst und in dem Spiel fährst du halt langsam, indem du halt immer mal kurz die W-Taste drückst. Jedes Mal, wenn du kurz die W-Taste drückst, geht Luft verloren. Das heißt, wenn du versuchst, langsam zu rangieren, war innerhalb kürzester Zeit meine gesamte Druckluft weg. Obwohl ich gar nicht gebremst habe. Und das scheint also noch nicht ganz so zu funktionieren. Deswegen habe ich das Ding erstmal deaktiviert wieder. Es ist standardmäßig auch deaktiviert, aber ich hatte es halt aktiviert zum Testen. Aber wie gesagt, hat nicht funktioniert. Also zumindest nicht so, wie ich es denke. Ich meine, mich kann auch jemand gerne korrigieren. Wie gesagt, soweit ich es weiß, geht die Druckluft nur dann verloren, wenn du bremst. Und nicht beim Beschleunigen. Also, komisch. Ja. Egal. Ich rede schon wieder zu viel, ne? So, wo waren wir? Wir waren da. Ne, wir waren da. Let's go. Hatte ich gerade überhaupt grün? Bin ich gerade über rot gefahren? Entschuldigung. Also, da haben wir rot. Biege nach links ab. Habe ich schon gesehen. Bitch. Ey, wir haben grün. Yay. Oh, Hubschrauber. Wow. So. Oh, wir fahren zum Hafen. Oh, wie geil ist das? Alter, guckt euch diese Yacht an. Holy moly. Oh, wir fahren zu schnell. Mal ein bisschen ausrollen lassen, ne? Wo müssen wir jetzt lang? Ach da. Okay. Let's go. Das war ein bisschen schnell. Wir müssen nach... LOL. Wir fahren mit der Fähre. Juhu. Wie geil ist das denn? Okay, hier in der Fähre schockert das Spiel ein bisschen. Womögliche Faszinanzzeit, drücken Sie Enter. Oh. Es sind ja viele Ziele. Aufbrechen. Erbrechen. So, ein bisschen was trinken hier. Und mögliche Fall. So, ja. Let's go. Ich glaube aber, ich mache die Kameras um bei der. Also, ich werde jetzt nach dieser Aufnahme erstmal testen, wie die Aufnahmen überhaupt geworden sind. Und dann werde ich wahrscheinlich die Kameras oben breiter machen. Jetzt wirkt alles sehr schön, sehr gequetscht. Bin ich das richtig? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott. Oh, halt, stopp! Let's go! Holy shit. Okay, passt. Passt, passt. Wunderbar. Ja, läuft doch. Bei OBS sieht das Spiel auch aus, wie als wenn es ultra stockern würde. Alter, wenn die Aufnahmen so auch so verkackt sind, wie das da gerade.
Oh, Alter, zum Glück ist der abgebogen. Ich werde jetzt voll in die Seite reingefahren. Achso, ich muss blinken, by the way. Wenn die Aufnahmen selber auch so verwackelt sind, wie es bei OBS aussieht, dann klatscht es aber, Alter. Das Spiel läuft hier super fließend und bei OBS sieht es aus wie drei Bilder pro Sekunde. Aua. Bei OBS sieht es aus wie drei Bilder pro Sekunde. Links oder rechts oder links? Was? Motorfehlfunktion! Nein! Okay, er schaut er zum Glück. Wir sind heile angekommen. Okay, ja, hier muss ich hin. Halt, stopp! Yay, geschafft! Achso, mal speichern. Zufriedenstellt! Ich glaube, es hackt! Ey, wir haben 300 Euro verloren! Are you fucking kidding me? Neuling! Neulich war ich ein Neuling! Du sammelst während der Arbeit wertvolle Erfahrung. Je mehr Kilometer du bewältigst, desto erfahrener wirst du. Dabei erarbeitest du dir Fähigkeiten, Punkte, die du einsetzen kannst, um deine Qualitäten als Fahrer weiter auszubauen. Daraus ergeben sich bessere Auftragsangebote, denn die Firmen wissen deine Qualifikation zu schätzen. Sie bringen dir mehr Vertrauen entgegen und entlohnen dich auch besser. Aber ADR ist doch nicht Erfahrung, da musst du doch Prüfungen ablegen. Ja, irgendwie ADR-Zertifikate. Ich kann doch jetzt nicht einfach. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja. Ich bin mit meinem Holzlader, ja, mit den Baumstämmen, bin ich 300.000 Kilometer gefahren. Jetzt weiß ich ganz genau, wie man einen Tankauflieger benutzt, wo Kerosin drinne ist. So funktioniert das nicht. Wir machen es aber trotzdem. was ist eigentlich was? Explosive Stoffe? Okay, jetzt mal eine Frage. Ist das bei ADR nicht so, dass du die erste machen musst, damit du die zweite machen kannst und dann die dritte? Oder kann man die einfach random machen? Weil ich kann hier auswählen, was ich möchte. Hier kann ich gar nichts auswählen? Achso, hier muss ich mit Plus arbeiten. Okay. Nee, Fernfahrten, weiß ich nicht. Ich meine, wir brauchen so schon für so eine Strecke eine halbe Stunde. 37 Minuten geht die Aufnahme jetzt schon. Digga! Ich brauche Kurzfahrten. Hochwertige Fracht, zerbrechliche Frachtschatten, Timely. Sparsame Fahrweise. Ja, leck mich am Arsch. Digga, kack dein Öko-Kack gegen die Kack-Kacke. Kacke. Ja, das könnte man machen. Ich glaube, das gibt ordentlich Geld. Je wertvoller die Fracht. Was? Jede wertvolle Fracht ist wertvoll. Na klar, Ronny. Alter. Jede Fracht ist wertvoll, aber einige Ladungen sind wertvoller als andere. Wow! Das ist genau das, was ein Politiker sagt. Ersetzt einfach mal das Wort Fracht mit Mensch. Jeder Mensch ist wertvoll, aber einige Menschen sind wertvoller als andere. Alter, geil! Nur bewährte Experten, denen die Firma vertraut, dürfen diese Art von Frachten ausliefern. Als Vergütung erhältst du bla bla bla, okay. Deine Fähigkeiten zum Fahren legen die maximale Entfernung fest, die du im Dienst bewältigen kannst. Anfangs übersteigen angebotene Fahrten keine 250 Kilometer. Was? Mit jedem höheren Rang eignest du dich für längere Strecken. 300 Kilometer und mehr Vergütung. Ui, 550 Kilometer. Was sind das für Werte? 850 Kilometer? Warum nicht 853 Kilometer? 7. 1100 Kilometer. 1500 Kilometer. Am beliebigen Ort. Okay. Achso, ja, genau. Das ist ja auch der Endgegner dann quasi. Höhere Vergütung. Okay. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, zerbrechliche Fracht, wie zum Beispiel Glas, Elektronikgeräte oder empfindliche Maschinen mit folgendem Boni zu transportieren. Ja. Lol. Manchmal haben Firmen wichtige Lieferungen, die. Achso, ja, genau, diese Just-in-Time. Die schnell erledigt werden müssen. Dann landest du garantiert in Deutschland in irgendeinem 5-Kilometer-Stau und kommst 3 Stunden zu spät. Diese Aufträge bedeuten für den Fahrer erheblich mehr Druck. Das Zeitfenster für die Lieferung ist kleiner, doch die Entlohnung mildert. Was?
Doch die Entlohnung mildert auf jeden Fall die Unannehmlichkeiten. Okay. Ein höherer Rang in dieser Fähigkeit bringt dir bla bla bla. Wenn du die Fähigkeiten zum sparsamen Fahrenweise verbesserst, kannst du deine Fahr... Digga, ich habe Automatikgetriebe. Was soll ich da bitte schön machen? Das macht mein LKW alleine. Das Einzige, was ich ändern kann, ist das, wo ich lang fahre oder wie schnell ich fahre. Aber ich meine, wenn die Strecke bergauf geht, dann geht sie bergauf. Da kann ich auch nicht viel dagegen tun. Und wie gesagt, Schalten optimieren kann man nicht, weil moderne LKWs fahren alle mit Automatikgetriebe. Das Einzige, was du machen kannst, ist rückwärts fahren. Ist aber bestimmt nicht sparsamer. Mag ich zu bezweifeln. Komm, wir machen hier oben das. Klasse 1, explosive Stoffe. Puh. Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition. Geil. Gase, entflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff. Nicht flamm... Ach, das ist so. Ah, 2.1, 2.2. Okay, giftige Gase bei der Veratmung. Okay. Brennbare Flüssigkeit, beinhaltet sehr verbreitete, zugänglich, aber auch sehr gefährliche Treibstoffe, wie zum Beispiel Benzin, Diesel oder Kerosin. Leute, das klingt doch geil. Brennbare Feststoffe. Nitrocellulose, Magnesium oder Sicherheitsstreichhölzer. Alter. Aluminium, Kalyt. Oh, weißes Phosphor, Alter. Eieieiei. Gefährlich, wenn nass. Zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium und Kalium. So rum. Toxische und infektiöse Stoffe. Oh, Corona. Ätzende Stoffe. Hier gibt's ja mehr Klassen. Hier gibt's 8 Klassen, hier gibt's nur 8. 6. Momentchen mal. 1, 2, 3, 4. Achso, okay, 5 gibt's nicht. 5 und 7 gibt's nicht. Okay. Substanzen, die organische Gewebe auflösen und bestimmte Materialien stark korrodieren lassen. Können beispielsweise hierfür sind Schwefelsäure, Salzsäure, Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid. Okay. Wir bleiben mal bei Diesel anwenden. Ey, wir haben eine neue E-Mail bekommen. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Oh, die Bank! Sehr geehrte Damen und Herren, warum sprechen Sie mich nicht direkt an? Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihre Geschäfte einen Schub zu geben, wählen Sie sich an uns. Bitte beachten Sie öffentlich... Bitte besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Habt ihr keine fucking Webseite oder was? Nee. Hochachtungsvoll. Verkaufsmanager. Bank. Okay, cool. Ich habe da unten immer noch eine 1 drin, aber ich habe doch jetzt schon alle gelesen. Hä? Gibt's da noch mehr? Nö. I have no idea what the fuck do you want from me. Ah, jetzt ist es weg. Okay, gut, sehr schön. Yuchin, wir sind Level 1. Bewertung 0,8. Ist das gut oder schlecht? Also auf dem Zeugnis wäre das jetzt gut. Was sagt die Bewertung über mich aus? Fähigkeiten. Gibt es irgendwas für die Bewertungen? Neuaufdruck verfügbar? Aufrüstteile. Ah. Ich hab zwar noch nicht mal einen LKW, aber hey! Was heißt diese Bewertung? Bank. Ungenutzter Kreditrahmen 100.000. Ey, wir können uns einen LKW kaufen! Ah! Wie geil! Zurückzahlung verbleiben, Dauer, Zinssatz, Rate. Alter, 2.800 pro Tag. Digga, was wäre das denn für ein Zinssatz? Das wären ja weit über 100%. Wir rechnen es mal schön. Wir gehen mal von 2.800 auf. Oder kommen wir nehmen einfach 2.880. So. Beenden. Wird er gespeichert, ne? Blablabla, genau. So, jetzt folgendes. Warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz in die mittlere Bildschirm schalten. Mittlerer Bildschirm.
So, jetzt, Achtung. 2880 Euro, 88 Euro, durch 10.000 Euro, 100.000 meine ich doch. So, das wäre 0,02888 als Jahreszinssatz, der normale Zinssatz. Jetzt müssen wir das Ganze, aber, weil das ja pro Tag anfällt, mal 360 Tage, weil ein normales Jahr hat 365 Tage und manche Monate haben 30 und manche haben 31 Tage, aber im geschäftlichen Sinne, wenn du jetzt als Firma arbeitest und deine Berechnungen machst, dann geht man als Einzelhandelskaufmann immer davon aus, dass ein Monat immer 30 Tage hat, egal ob es ein Februar ist oder ein Januar. Und ein Jahr hat immer 360 Tage. Ja, also gehen wir einfach mal von 360 aus. So, das wäre ein Zinssatz von 1039%. Say what? Ein effektiver Jahreszins von 1000%? Alter! Holy shit! Ich weiß jetzt nicht, ob die Rechnung komplett richtig ist oder ob man da irgendwelche Steigerungen damit berücksichtigen muss, aber so Pi mal Daumen haut es hin. 1000%! Are you fucking kidding me? Am besten verlangen die auch noch Zinseszins. Alter, nee, du, das ist ja Hoscher. Ich meine, gut, in dem Spiel kriegst du auch relativ schnell Geld. Ne? Ich meine, wir haben ja gesehen, eine Lieferung 2000 Euro. Easy. Aber trotzdem, Alter. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen. Wo bin ich hier gerade? Da. Genau. Ja, das war's mit der Folge. Ich gucke erstmal, ob die ganzen Aufnahmen überhaupt was geworden sind. Sowohl audiomäßig als auch stockermäßig. Genau. Let's go. Tschüss. Feierabend.